Oberfläche. Und da konnte man früher in das Einkaufszentrum Rathauscenter gehen. Und das leidet dann Rathauscenter schon seit 2021 dauerhaft geschlossen. Und ich habe gehört, dass das hier, dass das Rathauscenter inklusive dem so Rathaus, das über 7 Etagen hoch ist oder so acht Etagen, auch nicht mal sehr, sehr hoch, weil der abgerissen werden soll aufgrund von Asbest. Schon den Fahrplan hier für eine Lübbishafen, das Angebot ist wirklich so top. Das ist hier NV-Qualität hier alles. Alles hier NV-Qualität. Richtig. Eine Seite, nicht nur die so ganzen modernen Bahnhöfe, sondern auch mal die so älteren Bahnhöfe anschauen. Es gab früher auch einen zweiten U-Bahnhof hier irgendwo im Rathaus, hier am Rathaus, aber der ist schon seit Jahren stillgelegt. Wie sieht es so aus? U-Bahnhof, genau, der steht sogar das U-Bahn-Logo, krass. Oh, also hat jetzt Lübbishafen eine so U-Bahn. Obwohl du eigentlich nur so Straßenbahnhalten halten, wie zum Beispiel in Mülheim ist so fast der Fall ist. Und war früher auch Müller und so weiter. Und das ist der erste Eindruck hier von Lübbishafen. Einer Stadt, eine Industriestadt aus den 70er, 80er Jahren. So ganz im Bau sind die entstanden in den 70er, 80er Jahren. Und da ist das Rathauscenter, das wohl abgerissen werden soll. Ach krass. Richtig krass, das ist quasi ein Lost Place dahinter. Da wird jetzt bestimmt. Also natürlich alles hier komplett so komplett eingezäunt. Und wir brauchen ein Informationscenter hier. Also Lübbishafen ist hier, es war eine quasi eine Geisterstadt quasi, denn die sind zahlreichen Läden leer. Irgendwo ist die Post am, der Post hat noch auf, aber die haben jetzt schon längst zu für heute. Aber so ist es halt.